Kirchberg an der Raab wurde zum Kennenlerntag am Kirchpark geladen. Etwa 50 Vereine, darunter auch alle Einsatzorganisationen der Gemeinde, präsentierten sich dabei der Bevölkerung und informierten über ihre Tätigkeiten. Ja, wir wollen einfach die Vielfalt, die wir in unserer Gemeinde bieten können, herzeigen. Das ist der Sinn dieses Kennenlerntags in Kirchberg an der Raab. Ja, wir haben ein sehr gutes Vereinsleben hier in der Gemeinde. Ist ein Kernthema, weil einfach das Miteinander, das Zusammenlegen mit Gemeinde, Vereinen, Bürgern ist einfach essentiell sehr wichtig. Die Idee zu dieser Veranstaltung entstand im Rahmen des Bürgerbeteiligungsprozesses. Der Kennenlerntag soll als Fest der Vereine das gemeinsame Miteinander in den Mittelpunkt stellen. Kirchberg hatte sehr viel Zuzug eigentlich, junge Leute, die gar nicht wissen, was alles in Kirchberg passiert und was alles gibt. Und da haben wir dann eben gesagt, wie ist die Idee quasi so entstanden, was wir machen eben mit diesem Vereinsfest, also dass man die Vereine präsentiert, der Öffentlichkeit und wo man die Leute einladen darf auch dazu. Wir haben dann das auch gemacht, dass wir gesagt haben, wir gehen sie persönlich einladen, wir schicken nicht aus, weil es kämpft jeder Verein damit, dass er halt immer wie weniger Leute hat, immer wie weniger, die arbeiten auch und die mithelfen. Jeder braucht eigentlich unter Umständen neue Mitglieder in den Vereinen, dass er halt der Verein bestehen kann. Nicht? Ja, wir sind der Bogensportclub Rotberg. Wir sind beheimatet direkt neben der Bergschenke am Rotberg. Bei uns gibt es einen 3D-Parcours. Da kann man sich eine Leihausrüstung holen, Bogen, Pfeile, einen Köcher und einen Armschutz. Und dann kann man auf Zuschauen und auf unsere 3D-Ziele, wie zum Beispiel unser Eichhörnchen, Pfeile schießen. Wir sind knapp 25 Mitglieder und es gibt es eher kurz, seit einem Jahr circa. Das Tolle ist beim Bogenschießen, wir sind immer in der Natur. Wir sind draußen, wir gehen durch Wald, Wiesen, Wälder und suchen uns da tolle Stellungen. Haben dort unsere Sportart, die wir ausüben und sind immer draußen. Und das Allerbeste ist, wir haben von 10 bis 70 Jahren für jeden die richtige Leihausrüstung und können wirklich jedem eine Einschulung geben. Es kann jeder erlernen. Der Tag am Kirchpark hatte für alle Gäste etwas zu bieten. Etwa ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm oder eine Verlosung von tollen Sachpreisen. Ich begrüße diese Tage sehr, vor allem erstmalig in Kirchberg. Es ist wirklich seitens der Gemeinde der Aufruf ergangen, an alle Vereine mitzumachen. Wir von der Kameradschaft vom Edelweiß waren dazu natürlich auch gerne bereit, dabei zu sein. Der Sinn dahinter ist, dass man sich kennenlernt, dass man weiß, wer arbeitet wo, dass man vielleicht die Menschen dahinter kennt. Das ist eigentlich eher eine regionale Dorfgeschichte, was nicht schlecht ist. Also für uns eine tolle Sache. Ein Fest der Vereine, der Kennenlerntag in Kirchberg an der Raab. Yeah, baby.